Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder ein Pfannengericht und zwar eine Filetpfanne mit Gemüse, mit hauptsächlich Paprikagemüse und ja, eigentlich nichts Besonderes, aber sowas von lecker. Schaut selbst und was ich da gemacht habe, wie ich es gemacht habe und ich wünsche viel Spaß beim Zusehen und vielleicht auch beim Nachkochen. Hier die Zutaten. Wir brauchen Schweinefilet, Speck, Zitrone, den Saft, eine Zwiebel, zwei Knoblauchzehen, eine Chili, etwas Oregano, Kartoffeln, Tomaten, Butterschmalz zum Anbraten, drei Paprikaschoten. Und wie immer, na, wo ist es? Hier Salz und Pfeffer. Und wir haben die Kartoffeln geschält. Habe mich jetzt entschlossen, nur eine Kartoffel zu machen oder zu nehmen für das Gericht. Das reicht völlig aus. Und jetzt nehmen wir uns die Zwiebel. Und die schneiden wir uns, nachdem wir sie geschält haben, in zwei Hälften und schneiden uns hier auch gleich Ringe bzw. Halbringe. So. Als nächstes den Speck. Einmal die Schwarte ab, einmal halbiert, längs halbiert. Hier sehen wir noch ein Stück Knorpel. Der kommt auch ab. Und jetzt in nicht allzu feine Würfel schneiden. Jetzt nehmen wir uns unsere Paprikaschoten, schneiden hier den Boden ab und schneiden uns hier die Schote in Scheiben oder in Teilen, die immer rundherum um den Kern sind. Immer rundherum ums Kerngehäuse. Ja, ich weiß, da gibt es auch andere Möglichkeiten, das zu schneiden. Aber ja, es hat sich bei mir so eingebürgert und ich mache das eben so. So, jetzt bereiten wir uns unser Fleisch vor. Und hier sehen wir ja, eine etwas lieblos entfernte Silberhaut. Und das werden wir jetzt mal ändern, indem wir sie einfach abnehmen. Spitzes Messer. Sich einen Anfang suchen. Und immer nach oben schneidend, also an die Sehne ran, so wenig wie möglich Fleisch dabei abschneiden. So, das reicht auch schon aus. Und jetzt in Scheiben, also 1, 2, 3, 4, 5, also das Stück hier in 5 Portionen oder
Scheiben, wenn man will, schneiden. Jetzt klappen wir sie hier etwas um. Nicht etwas. Wir klappen sie einfach um. Schneidseite nach oben. Drücken sie ein wenig platt. Aber das eigentlich ganz zärtlich. Und jetzt werden sie von beiden Seiten gesalzen und gepfeffert. Und jetzt geht es ans Anbraten. Wir stellen uns eine Pfanne auf, geben Butterschmalz hinein. Und wenn das heiß genug ist, das heißt, wenn es so ganz leicht anfängt zu qualmen, dann kommen jetzt unsere Fleischstücken hinein. Die werden jetzt wirklich kurz und heiß angebraten, damit wir ja eine schöne goldgelbe Farbe bekommen. So, wir schauen mal. Ja, so sieht das gut aus. Auf der Seite jetzt auch. Ja, 2 Minuten waren das bei mir bei der ersten Seite. Also 2 Minuten bei der zweiten. So, jetzt kommen die Stücken heraus. Werden hier in einer Schüssel erstmal outgesourced. Gehen jetzt von volle Pulle auf 5 von 9 zurück. Und jetzt kommen hier die Kartoffeln zuerst rein. Die sollen auch etwas Farbe bekommen. So, jetzt kommt der Speck dazu. Und wenn die Kartoffeln so langsam Farbe annehmen, kommen jetzt die Zwiebeln dazu. Jetzt rühren wir das Ganze mal um. Knoblauch etwas klein geschnitten und die Chilischote einfach nur halbiert. Kommt jetzt hier Oregano dazu oder wie manche sagen Oregano.
wieder verrühren. Und jetzt kommt unser Paprikagemüse dazu. Und wieder alles verrühren. Nehmen wir uns den Gemüse vor und geben da in etwa 200 Milliliter, in meiner Pfanne gemessen, 200 Milliliter dazu. Jetzt nehmen wir hier Cherrytomaten im Ganzen, geben unser Schweinefilet drauf. Inklusive den ausgetretenen Bratensaft. Geben jetzt hier einen Deckel drauf und lassen das für 10, ja, vielleicht sogar 15 Minuten köcheln. Immer noch auf Stufe 5. Und wenn es dann so köchelt, kommt natürlich erstmal wieder der Deckel drauf und wir gehen zurück auf 3 von 9. So, und nach 10 Minuten ist unsere Pfanne fertig. Das Gemüse ist knackig und jetzt kommt hier noch etwas Petersilie rein. Und fertig ist unsere Filetpfanne mit Gemüse. Wem das gefallen hat, gerne einen netten Kommentar, gerne auch einen Daumen nach oben. Und ja, wer noch kein Abo hat, ihr wisst es. Abschließen, kostet nichts. Bis zum nächsten Mal.